Also Ausländer sagt ja zweite Mama. Also. Sie ist klar, sie ist intelligent und sie fehlt mir jetzt schon. Also sie ist klar, sie ist immer da. Das ist so, glaube ich, so, dass so, man hat so ein Zuhause bei ihr gehabt. Ich glaube, wir können dazu gar nicht so viel sagen, weil Merkel regiert quasi seit wir leben. Das heißt, für uns gibt es nichts anderes als Merkel. Und aus dem Hintergrund kennen wir einfach nichts anderes und sind jetzt, glaube ich, gespannt, dass was Neues kommt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, als noch jemand anderes Bundeskanzler war. Deswegen ist für mich so die Angie eigentlich so schon immer da gewesen. Und deswegen ist es komisch, jetzt jemand Neues zu wählen. Ich bin ja auch noch nicht so alt, also ich kenne auch, also ich, seit ich Politik verfolge, kenne ich nur Angela Merkel bei uns ganz oben als Kopf sozusagen des Staates und ich bin auch ein bisschen ängstlich, was jetzt passiert. Ich bin wirklich gespannt, was kommt und ich meine, bis jetzt war ja eigentlich alles in Ordnung und was jetzt kommt, ist so ungewiss und das macht mir so ein bisschen Angst. In meinen Augen erstmal zuverlässig und Ruhe. Also das ist eigentlich für mich beschreibt das die Ära Merkel am besten. Ja, ich meine, wir sind aus der Generation, wir kennen eigentlich nur noch Merkel. Das heißt, wir wissen nicht, wie es davor war, aber es ist schon so ein bisschen Stabilität und Stabilität ist, denke ich, das, was mir am ersten einfällt bei Merkel. Das größte Thema ist der Klimawandel und der wurde leider nicht nur von der Merkel selber, sondern von der ganzen Regierung komplett verschlafen und ist immer noch zu klein. Und das ist, denke ich, der größte Fehler ihrer Amtszeit, ja. Und in meinen Augen ist es eigentlich diese völlig verschlafene Digitalisierung. Also dass halt Schulen etc., das was ja uns auch wirklich betrifft, deutlich besser laufen könnte. Und wir sehen ja auch, dass Deutschland im EU-weiten Durchschnitt doch ziemlich am unteren Ende der Liste ist, was Digitalisierungsthemen angeht. Also da hätte ich mir mehr gewünscht. Das Erste, was mir durch den Kopf schwimmt, ist auf jeden Fall 16 Jahre dieses Amt. Das ist erstmal auf jeden Fall eine Hausnummer. Und dass das Ganze gemanagt hat, was ich sehr stark finde und was ich sehr traurig finde an allererster Stelle. Ich fand, sie hat den Job grandios gemacht und ich frage mich halt, wie der Nachfolger oder die Nachfolgerin das Ganze machen wird. Ne? War wirklich eine Bereicherung für Deutschland. Ich finde, sie hat es wahrscheinlich nicht so einfach gehabt am Anfang, weil die erste Frau als Bundeskanzlerin war sehr skeptisch. Und ich finde, sie hat meistens sogar noch im Ausland viel mehr Ansehen wie in Deutschland. Also ich habe mal zeitlang die ganze Sache aus Irland betrachtet, wo die Krise 2008, 2009, das war eine ganz große Anerkennung. Und ich finde auch, dass sie jetzt in der Krise immer sehr bedacht und ruhig war. Sie war so jemand, wo man gedacht hat, sie ist so ein bisschen der ruhende Pol, wo man vertrauen kann. Also ich finde, sie hat einen guten Job gemacht. Sie ist ja im Prinzip eine Frau an der Spitze der Republik. Das hätte niemand, glaube ich, früher gedacht, dass auch so eine Frau so stark sein kann. Und was sie alles ertragen musste an Kritik und so weiter, ich finde schon, sie hat es trotzdem sehr gut gemacht. Und ich bin mal gespannt, was nachfolgt. Ich weiß nicht, ob da so schnell jemand ihr das Wasser reichen kann. Und auf Englisch gesagt, nobody is perfect. Sie hat ja ein paar Fehler reingebracht. Aber die Zeit war gut, würde ich sagen. Also, und schauen wir mal, was danach kommt.
Auch wenn viele Leute schimpfen, ich bin trotzdem der Meinung, sie hat das ganz gut hinbekommen und es ist ja keine leichte Zeit. Also ich finde es schade, sie hat Deutschland eigentlich ganz gut repräsentiert. Gerade zwischen den zwei Mächten, Russland und USA, war sie immer ein Ruhepol. Und ich denke, sowas brauchen wir auch noch in nächster Zeit. Und es wird schwierig, sie zu ersetzen. Für mich ist der Abschied mit einer gewissen Angst verbunden, vor dem, was kommt. Ja, was auch hoffe ich. Eine gewisse Stabilität vielleicht, auch künftig. Aber ich fürchte, das geht in eine andere Richtung. Tja. Was man hat, das weiß man. Was man bekommt, weiß man nicht. Ja, genau. Stimmt. Naja, die Höhen fallen, naja, vielleicht ihre beruhigende Art. Immer mal so in Krisensituationen mal ein bisschen so zu reagieren, dass die Leute gerade in Berlin nicht gar so ausflippen, dass sie nicht gar so enttäuscht sind. Das ist ein bisschen beruhigend. Aber es wurden natürlich auch genug Fehler gemacht. Und was eigentlich nicht schön ist, dass sich diese soziale Ungerechtigkeit nicht ein bisschen abgeflacht hat. Das finde ich nicht gut. Also Ausländer sagt ja zweite Mama. Also. Ach so, Frau Merkel, ja. Sie ist eine nette Kanzlerin. Ja, aber ja, leider muss es schon aufhören. Ich glaube, sie ist schon genug, hat sie genug für Deutschland gemacht. Sie ist müde, ein bisschen müde. Sie ist eine uneitle Person, was ich hervorragend finde. Sie ist klar, sie ist intelligent und sie fehlt mir jetzt schon. Also sie ist klar, sie ist immer da. Das ist so, glaube ich, so, dass so, man hat so ein Zuhause bei ihr gehabt. Ja, Angela, that's a song for you.